Ja, hallo Freunde, ich habe eine Facebook-Anfrage bekommen und zwar fragt mich jemand, wie kann ich denn ein Logo schnell immer wieder in meine Bilder bekommen? Und meine Antwort darauf ist, das Ganze lässt sich als Pinsel definieren und somit kann ich praktisch das Logo später in mein Foto hineinstempeln und zwar immer und immer wieder. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ein Quick-Tipp, also soll das auch schnell vonstatten gehen. Datei neu für das neue Logo. Hier habe ich jetzt mal gewählt Breite und Höhe 400. Wichtig ist, der Hintergrundinhalt muss auf Transparent stehen. Das Ganze mit OK bestätigen. Und hier habe ich jetzt ein neues transparentes Bild, in dem ich jetzt mein Logo kreieren kann. Hier könnt ihr jetzt beispielsweise mit dem Fahrtwerkzeug ein eigenes Logo kreieren. Aber ich mache das heute mal schnell. Und zwar sagen wir mal, okay, ein Wort enthält mein Logo. Arthur. Na. So. Arthur ist Bestandteil. Das kann ich jetzt noch mal in der Größe. Schön ist natürlich anders, aber wie gesagt, hier geht es ja nur um das Prinzip. So, anwenden und dann machen wir noch ein Bild da rein. Auch das sollte man selber machen. Ich bin heute faul, gehe hier auf meine Vorlagen, wähle mir hier ein entsprechendes Bild aus, mal das da rein. So. Und sage jetzt, okay, das hier soll mein Logo sein. Also schön ist natürlich anders, aber wie gesagt, hier geht es ja nur um das, wie lege ich denn so einen Logopinsel an? Nachdem ich das jetzt habe, ist es wichtig, dass ich meine Ebenen hier reduziere. Dazu gehe ich mal den langen Weg, Ebene und sage Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Wichtig, nicht auf Hintergrund, sondern auf eine Ebene reduzieren. Das erhält nämlich die Transparenz. So. Im Prinzip bin ich jetzt schon mit meinen Vorarbeiten fertig. Ich gehe jetzt hier mal auf das Schnellauswahlwerkzeug und markiere den gesamten Bereich. Hier habe ich das R vergessen, sollte ich noch hinzufügen. So, jetzt habe ich im Prinzip alles markiert, was mein Logopinsel beinhaltet. Anschließend gehen wir auf Bearbeiten, dort auf Pinselvorgabe festlegen und dann nennen wir das Ganze, ja, wie auch immer, Logo. 1 mit OK bestätigen und fertig. So, das kann ich jetzt zumachen, brauche ich nicht mehr, speichern muss ich auch nicht. Zukünftig, wenn wir jetzt ein bearbeitetes oder unbearbeitetes Bild haben, wollen da unser Logo hineinstempeln, gehen wir einfach hier auf den Pinsel, auf die Pinselauswahl und finden dann ganz unten unser eigenes, nämlich hier. So, wähle ich aus und dann kann ich das da reinstempeln. Die Farben lassen sich hier auch noch ändern. Je nachdem, was ich da auswähle, kann ich auch in anderen Farben stempeln. So, und ganz normal wie ein Pinsel vielleicht auch noch, kann ich das hier in der Größe variieren. Das heißt, hier habe ich also die Möglichkeit, große und kleine Logos einzustempeln, wie auch immer. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, lieber Facebook-Anfrager. Ich hoffe, du hast eine Antwort auf deine Anfrage bekommen. Und bis zum nächsten Mal, euer Arthur.